Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich noch einmal an Sie, weil Sie sicherlich auch mitverfolgen, dass die Corona-Fallzahlen hier in unserer Stadt Borken leider Gottes weiter ansteigen. Auch der Inzidenzwert insgesamt im Kreisgebiet steigt weiter an. Wir sind auch im ständigen engen Austausch mit dem Kreis und haben auch gerade die Fallzahlen für Borken in Abstimmung auch mit dem Kreisgesundheitsamt nochmal genau analysiert, um zu sehen, gibt es besondere Schwerpunkte. Das ist nicht der Fall. Wir haben das nochmal ausführlich dargestellt in einer Fragen-Antwort-Mitteilung, die wir jetzt über unsere Medien auch verteilen. Sie können das im Einzelnen auch nachlesen. Auch weitere Fragen, die sich einfach stellen, muss die Stadt jetzt nicht noch mehr tun, können die Schulen geöffnet bleiben, sind da ausführlich beantwortet. Aber in aller Kürze kann ich Ihnen sagen, dass der Kreis mit dem zuständigen Ministerium, mit dem Gesundheitsministerium in Düsseldorf im engen Austausch steht, weil weitere Maßnahmen müssen immer abgestimmt sein. Und derzeit haben wir keine Erkenntnisse, dass jetzt direkt weitere Maßnahmen ergriffen werden, was Schule oder Kita betrifft oder auch jetzt die begrenzte Öffnung des Einzelhandels mit Terminabsprachen. Wir warten die weitere Entwicklung ab und insbesondere natürlich am Montag die Ministerpräsidentin und Präsidentenkonferenz zusammen mit der Bundeskanzlerin und schauen, welche Maßnahmen dann insgesamt bundesweit und dann auch für Nordrhein-Westfalen ergriffen werden. Wichtig ist nach wie vor, dass Sie selber wirklich sehr darauf achten, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Schützen Sie sich und auch Ihre Lieben, weil diese Mutante, die britische Mutante, ist tatsächlich so, dass sie dann ganz viele Menschen ansteckt, wenn jemand daran erkrankt. Deswegen werden wir auch unsere Testmöglichkeiten noch weiter ausbauen. Mit dem Deutschen Roten Kreuz ist abgestimmt, dass ab nächste Woche Mittwoch ein Testbus auf dem Marktplatz aufgestellt wird. Und wir probieren, dass sie einfach ohne Termin sich dort testen lassen können. Und dann sind wir dabei, auch ein Test-Drive-In, also quasi eine mit dem Auto befahrbare Testmöglichkeit auf einem zentralen Parkplatz einrichten. Darüber werden wir Sie dann auch informieren. Also lesen Sie bitte auch unsere Fragen und Antworten durch. Wenn Sie Fragen haben, auch unsere Hotline ist entsprechend geschaltet, ist angegeben. Wir haben eine zentrale E-Mail-Adresse. Also wir möchten, dass Sie sich gut informiert fühlen in dieser doch zunehmend schwieriger werdenden Zeit. Aber bleiben Sie auch zuversichtlich. Ich glaube, wenn wir wiederum uns darauf besinnen, dass wir wirklich den Schutz einhalten, dass wir auch diese Phase gut überstehen können. Alles Gute Ihnen.